Herzlich willkommen zu The Forest, meine lieben Freunde und Freundinnen der gepflegten Gaming-Unterhaltung. Wir haben letztes Mal dieses schicke Katana-Schwert erbeutet und festgestellt, dass wir hier einen nahezu niemals enden wollenden Vorrat an Blaubeeren besitzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, es sind Blaubeeren, da sie einfach blau sind und Beeren sind. Dazu haben wir einen beeindruckenden Vorrat an Nahrungsmitteln angehäuft, weswegen wir jetzt hier noch kurz ein weiteres Snacklager hinpacken. Einfach hier in Reihe gepackt. Das sieht jetzt nicht spektakulär aus, das sieht nicht schön aus. Kriegen wir hier mit Samurai Tactics Bambi endlich zur Strecke gebracht? Nein! Auch dieses Mal ist Bambi wieder etwas schneller und wohl auch schlauer. Nein, ist einfach nur schneller. So, also. Machen wir ein bisschen Holz hier im Walde. Und danach brechen wir auch umgehend auf. Wir machen nochmal einen kleinen Abstecher in dieses Nachbarcamp, das wir hier entdeckt haben. Also in der Richtung hier. Und dann würde ich gerne in die andere Richtung gehen. Vielleicht machen wir das auch gleich. Mal schauen. Bin da immer ein bisschen kurz entschlossen. Spontansten Einfälle sind doch meist die besten, oder? Naja, mal sehen. Und dann laufen wir in ein größeres Camp auf dieser The Forest Map, die ich gefunden habe. Es ist auf jeden Fall ein eingezeichneter Named Spot, also mit gelb hingeschriebenem Namen. Gehe ich mal davon aus, ist vielleicht irgendwie was Größeres. Und für uns von Relevanz. Schauen wir mal, was wir dort finden. Also wir müssen uns noch ein bisschen ausstaffieren, um im Kampf gegen Aegon, also dem Aes im Wald, dem Mehrbeinigen und Konsorten auf Dauer bestehen zu können. Das hat jetzt in letzter Zeit ganz gut funktioniert, aber auch nur, weil die Konsorten irgendwie sich wahrscheinlich gezofft haben und immer allein bei uns angerückt sind. Deswegen hat es gepasst, aber da möchte ich mich eigentlich nur sehr ungern drauf verlassen in Zukunft, weil Family Reunion von ihnen kommt bestimmt und stimmt auch bald. Und da brauche ich noch ein bisschen Medizin, ja, vielleicht noch ein paar Waffen. Wir haben festgestellt, wir haben keine Coins. Ja, hätten wir Coins gehabt, Baum fällt übrigens in die perfekte Richtung, optimal. Geringster Laufweg, der möglich ist. Ja, hätten wir Coins gehabt, wären wir schon im Besitz von einfachem, selbstgebauten Sprengstoff. Ich glaube, mit Sprengstoff, liebe Freunde, lassen wir unsere Kannibalen-Nicht-Freunde ganz schön alt aussehen und ja, hier ist es hingerollt. Hab mich doch gerade gewundert. Es passt nämlich jetzt wieder genau. Zack. Also Medizin brauchen wir noch ein wenig. Jetzt können wir hier mal loswerden und ich denke, 5 Snacks reichen auch. Bisschen Alkohol werden wir hier auch deponieren. Einfach, dass wir die Kapazitäten ein wenig frei haben. Jetzt packen wir hier noch ein Soda hin, dass wir von allem 5 dabei haben. Futtern hier noch 2, 3 Beeren, die dann hoffentlich alle nachgewachsen sind, ehe wir wieder zurück sind. Und dann schnappen wir uns. Also das hier sind die Garnbeine, hoffe ich mal, oder? Getrockneter Fischbein. Getrockneter Fischbein. Das ist doch sehr, sehr lecker. Wer es nicht lecker findet, der hat einfach keinen Geschmack. Jetzt gehen wir einfach mal hier ins nächstgelegene Camp. Ziehen hier auch so gleich unser Katana. Und da hinten? Nee, das war ein Vogel. Ich dachte gerade, da hinten wäre irgendwas am Horizont marschiert. Wir laufen mal hinter dem her, vielleicht lässt er uns ein paar Federn fallen, wenn er gute Laune hat. Weil Federn haben wir bisher immer noch nur 3 Stück. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie was übersehen habe oder ob ich irgendwas nicht weiß, aber wir kommen irgendwie nicht so an Federn. Federn sind ja sehr wichtig, und weil eben diese Konsorten müssen sterben. Ja, so ist es. Und genau, hier ist das Dorf. Letztes Mal hatten wir Gesellschaft von einem von ihnen da hinten. Da springen sie rum.
Könnte interessant werden, weil das waren mindestens zwei. Dann zünde mal das Samurai-Schwert weiter aus und wenn es brenzlig wird, bewerfen wir sie. Das sind aber mehr als nur zwei, liebe Freunde. Weiß nicht. Laufen hier, die versuchen uns zu flankieren, oder? Dieser Schrei war von Egon. Werft das Ding weg, verdammt! Okay, das ist mutig, was wir tun. Und wir haben hier Fun Drinks. Also wir haben richtig Spaß hier. Dynamit, wir haben. Jetzt haben wir einen riesen Dynamitvorrat. Die Kisten scheinen sich immer wieder zu erneuern. Oh, wir werfen dann nochmal so ein Dynamit, wenn wir jetzt eh mehr haben. So. So, gönn dir. Und? Bumm. Bumm. Nein. Kein Bumm. Hä? Nochmal. Jetzt. Jetzt tatsächlich. Ja, zünd sie doch an, Mann. Oh nein. Hab ich. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Junger Mann. Also pass auf. Zünd sie an. Bitte zünde sie an. Es war eine Echse. Es ist aber keine Echse mehr. Jetzt komm her, du hässliche, oberkörperfreie Frau. Die Echse randaliert hier kräftig. Oh, wow, das sind mit zwei, drei zu viele. Wir treten ja den taktischen Rückzug an. Ja, das sind mir eindeutig zu viele. Und Egon ist hier irgendwo auch noch in der Nähe. Also darauf, den Scheiß lasse ich mich doch gar nicht ein. Wir snacken hier im Vorbeigehen ein paar Blaubeeren. Gute Ernährung ist wichtig, Freunde. Gute Ernährung ist wichtig. Gehen auch nur langsam zurück, dass sie vielleicht ihre Chance wittern und dann voll in unsere Fallen reinrennen. Wäre cool. Wenn ich sie jetzt schnell finde, werde ich hier so eine Blattfalle noch hinknallen. Das Ganze noch ein wenig aufregender zu gestalten. Blatthaufenfalle. Machen wir mal dahin. Der Hoffnung, nicht selbst zum Opfer zu werden. Oh, ich muss jetzt 50 Mal den Button spammen. Ich glaub's ja nicht. Okay. Hämmern und hämmern und hämmern. Ah, die können wir anzünden. Also, das heißt, dann laufen die Konsorten durch den brennenden Haufen. Okay, da habe ich mir jetzt irgendwie mehr von erwartet. Haben wir noch Feines? Eine Sprengstoff-Stolperdrahtfalle. Molotow-Stolperdrahtfalle, es wird alles auf dasselbe hinauslaufen. Sturzfalle, die habe ich gebaut übrigens und die finde ich nicht mehr. Dann knallen wir einfach nochmal eine hin, würde ich vorschlagen. Hier so, also ich weiß nicht, also ich gehe mal davon aus, dass sie in die Richtung nach vorne aufklappen wird. Hier so. So. Wunderbar. Dann fangen wir jetzt an zu konstruieren. Machen wir auch so lang, bis wir eben gestört werden. Ich würde sagen, ich skippe gleich einfach die Nacht und dann brechen wir doch einfach wieder auf. Mit dem Trip ins Camp hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Also diese Übermächte, mit denen wir es hier immer zu tun bekommen, die sind schon krass. Das müsste man doch eigentlich sehen, diese Streben hier. Hä? Wundert es mich erst recht, dieses Verschwinden von der Falle. Also die stand wirklich hier und sehe hier auch keine Streben mehr. Weiß es nicht. Mysteriös. Müssen wir noch einen Baum fällen? Weiß nicht, ob das unsere beste Idee ist, wenn wir das jetzt bei Nacht tun. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie jetzt erstmal genug haben und unsere Fährte verloren haben und ja, schönen Spaß haben mit ihren hübschen Weibchens hier so. So wunderhübsch. Und ja. Echt Schiss, also hier ist langsam auch alles voller Fallen. Was brauchen wir denn? Hier, okay, die haben wir ja gleich. Hier, oh, das ist bei Dunkelheit nicht ohne. Ich möchte einfach ungern von einer eigenen Falle am Ende aufgespießt werden. Das wäre natürlich eine denkbar dämliche Situation, wenn sich eben das Wild aus ihrer Sicht selbst erlegt. Weiß nicht. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich hier nicht wohl. So. So, zack. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Also hier. Wir müssen sie eigentlich nur hierher locken. Dann sollen sie hier mal durchlaufen. Dann werden sie ihr blaues Wunder erleben. Die Jungs und Mädels. Von nebenan. Und überschüssige Baumstämme würde ich hier jetzt einfach irgendwo dahin. Das sah gruselig aus, dieser Baum. Sah echt gruselig aus. Einfach hier so ein Baumstammlager einrichten. Yep. Ihr seid jetzt einfach auch mal bei meinen Bauaktionen mit dabei, weil sonst habe ich immer das Problem, ich habe derzeit ehrlich gesagt nicht so mächtig viel Zeit. Mir steht das Uni-Zeug wieder mal bis zum Hals und ich sollte dringend was dafür machen. Was ich sogar auch ab und zu mache. Oh. Wer nicht faul sein. Wie es immer über Studenten heißt. Die faulen Studenten, die haben ja so viel Freizeit. Nein, ich habe derzeit sehr wenig Freizeit. Ja. Wahrscheinlich weniger als die meisten Berufstätigen, wenn ich mal fleißig bin. Und ja, da melden Sie sich zu Wort. Kommt ruhig her. Es ist angerichtet, Freunde. Ja, und was ich sagen wollte, deswegen, wenn ich jetzt hier alles selbst aufbaue und immer wieder Cuts reinmache, brauche ich halt, um euch eine Folge zu präsentieren, wo ich jetzt nicht am Bauen bin, bestimmt, ja, eine Stunde oder eineinhalb. Ansonsten ist es halt einfach nicht möglich. Beinahe täglich, wenn ich es schaffe, eine Folge rauszuhauen. Deswegen eben in diese Weise können wir über andere Dinge quatschen oder meine neuesten Überlegungen kann ich euch kundtun. Und warum ich habe ich jetzt den Baum gefällt? Aus dem Grund, dass sie einfach schädigen will und ihren verdammten Wald zerstören möchte. Genau. Nee. Ich will ja eigentlich diese Shooting Range fertig bauen. Wobei ich nach wie vor nicht weiß, wie ich an Farbe komme, aber das werde ich auch noch rausfinden. Ich habe das dumpfe, die dumpfe Vorahnung, dass wir hier sehr bald Gesellschaft bekommen werden. Sehr, sehr bald sogar. Sogar bälder, als es uns lieb ist. Aber da ich von, mit dem Angriff aus dieser Richtung rechne. Ich will jetzt einen Blick ins Malbuch werfen. Ins Bastelbuch. Ob ich hier irgendwie doch was zur Farbe finde. Die Dinger sind relativ voll. Die nehmen auch übrigens ab. Mit der Zeit. Ja, Bastelbuch. Da schauen wir jetzt mal rein. Und zwar Crafting. Das ist eine Bärentasche. Ja, das ist herzallerliebst. Bringt uns nichts. Repair Tool. Two Sticks, One Rock, 10 Sap. Was sind Sap? Ich weiß es nicht, was Sap sind. Stealth Armor. Lizard Skin mit 15 Leaves. Können wir rumstealthen, aber wir wollen ja die Schlacht suchen, also nö. Einfach nö. Nee, Schuhe brauchen wir erstmal nicht.
Health Blend, Super Health Blend. Coneflower, Chicory, Aloe. Marigold, Maria Gold ist es, oder? Coneflower, Aloe, Health Blend, Marigold, Aloe. Haben wir hier noch? Hier ist alles. Und schauen wir mal kurz ins Inventar. Wo haben wir die Blumen? Blümelein. Ringelblume. Sonnenhut. Energy Mix. Was ist, wenn ich Ringelblume mit Chicorée und Aloe kombiniere? Hä? Muss ich doch mal einen Blick ins Bastelbuch werfen, verdammt. Medizin herstellen. Marigold und Aloe oder Marigold, Aloe und Coneflower. Okay, dann habe ich es gerade andersrum gemacht. Das, das und das. Medizin plus. Nice. Das, das. Nee. Chicorée weg. Sehr schön. Da stellen wir noch mal eins her. Cool. Ja, jetzt kommt schon. Wunderbar, jetzt haben wir davon 3 Stück. Medizin plus, was denke ich, unsere Überlebenschancen doch schon ordentlich wieder mal steigert. Also langsam aber sicher, denke ich doch, können wir nochmal die Wanderung antreten. Wir lassen es einfach mal kurz Tag werden. Zack. Dass ja auch mal was passiert, dass es hier nicht nur eine Bauepisode wird. Das ist ja für euch dann auch ein bisschen öde. Lasst uns hier mal einen tiefen Schluck aus der Pulle nehmen. Nehmen hier so ein bisschen Fleisch mit. Das sollte eigentlich auch getrocknet sein. Wir gönnen uns hier wieder mal unser Lieblingsfrühstück. Das getrocknete Bein. Und dann kann es auch schon losgehen. Wie ist es eigentlich mit dem Wasser, das wir letzte Folge hier mitgenommen haben? Ja, das scheint voll zu bleiben, wenn wir es dabei haben. Das ist cool. Hier haben wir wieder 10-mal Soda. Also das heißt, wir stellen hier ein bisschen von ab. Ja, allmählich haben wir wirklich eine ganze Bar zusammen. Immer noch 3 Beine. Ach, können wir ein Dreibein herstellen? Okay, der war wieder mega flach. Ja gut, dann erkunden wir mal in die Richtung. Und zwar möchte ich da zu so einem kleinen See, Schrägstrich Camp, wenn wir es denn schaffen, hinlaufen. So. Immer noch blutverschmiert, unser Katana, oder? Es war doch vorher nicht blutverschmiert, oder? Und noch gar niemand angegriffen. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt Medizin Plus. Wir sollten hier weiter alle Pflanzen, die wir irgendwie finden können, zusammen gaunern. Das Gaunern. Der Wald schenkt sie uns. Wald mag uns. Wenigstens einer, der uns hier auf dieser Insel mag. Ich glaube, so ziemlich der Einzige. Weiß nicht, können wir hier irgendwie Verbündete oder Überlebende finden? Da bin ich gar nicht so informiert. Irgendwie bin ich bei den wenigsten Spielen richtig informiert, die ich so spiele. Asche auf mein Haupt, aber that's my style. Wo führt uns unser Weg heute hin? Keine pflückbaren Blumen. Hier gab es einige Blumen und hier war auch Egon mal unterwegs. 2 Gründe, hier Party zu machen. Also wenn alle Stricke reißen, müssen wir eben Molotow-Cocktails werfen, was das Zeug hält. Und dann wird das eine ganz schön hässliche Kriegsführung, aber nehme ich in Kauf, dass es blutig endet. Einmal muss jeder gehen, haben schon die Toten Hosen festgestellt in einem Lied. Und dieses Mal wird es Egon oder seine Familie sein. Ich weiß nicht. Irgendwie überzeugt mich dieser Weg noch nicht so. Ich hätte die Map nebenher am zweiten Monitor mal auflassen sollen, aber nö, einfach mal zugemacht. Mal auf mein Gedächtnis vertraut zur Abwechslung. Nichts aufgeschrieben, nichts aufgemalt und ja, mal wieder eine Bruchlandung hingelegt. Nächstes Mal ist die Map wieder offen. Das ist so eine Lichtung. Was ist denn das für eine Lichtung? Und hier gibt es einen Haufen Ringelblumen, aber und scheinen wir einiges schon zu haben. Können wir die mitnehmen? Chicorée. Mit Chicorée haben wir bisher nichts angestellt.
Aber ich glaube, so ein Energy Blend wäre jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich glaube, lass uns hier mal kurz so ein. Ne, Sonnenhut nicht. Aloe auch nicht. Aber Moment, was war das? Wenn wir das nur Aloe, also wenn wir nur das und das kombinieren, nein. Sonnenhut. Cool. Kombinieren. Nochmal Sonnenhut mit Chicorée. Das können wir pimpen. Mit Ringelblumen, nein. Mit Aloe können wir es pimpen, genau. So. Haben wir hier nochmal ein Energy. Zweimal Energy Mix. Ich habe gedacht, wir hätten eigentlich mit Aloe den Plus sogar hergestellt. Egal. Also zweimal Energy Mix sind, denke ich, für einen eventuellen Kampf keine schlechte Wahl. Wir sollten aber schauen, dass wir irgendwann noch ein Beet bauen, auf dem wir Aloe Vera anbauen können. Wäre eine gute Sache. Lass uns hier einfach ein wenig Kräuter pflücken im Walde. Nicht schön, die Idylle. Der Wind. Ein bisschen weiter ins Landesinnere. Möchte zumindest zu diesem See vorstoßen. Ja, exzellent. Bisschen natürliches Doping noch. Genau, da wollte ich hin. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da direkt daneben noch eine Siedlung ist. Das ist, glaube ich, das Camp auch schon. Oha. Oha. Also, ich gerade noch am Meckern und die Echse nehmen wir mit, wenn wir sie irgendwie noch kriegen. Guck, noch eins. Du kleines, flinkes Vieh. So. Endlich haben wir dich. Stealth Armor werden wir nicht brauchen. Wir brauchen Kampfrüstung, Freunde. Wir brauchen Kampfrüstung. Also wir haben hier ein bisschen Knochen. Ah, oh, noch eine. Du bist fällig. Jetzt hier nicht alle Ausdauer für die Jagd nach dem verdammten Vieh verschwenden. Bleib stehen! Das gibt's doch nicht. Verstehen? So. Wieder unsere Überlebenschancen ein wenig vergrößert, aber ich habe gerade total die Orientierung verloren. Wo zum Geier sind wir? Mal ernsthaft. Man da entdeckt. Ich habe gerade überhaupt keine Lust auf Höhle. Tut mir echt leid. Wo ist der? Wo ist der See hin? Oh, da drüben. Ich dachte gerade, jetzt bin ich total verwirrt, habe mich irgendwo anders hingebeamt. Meine freakigen Drehaktionen. Okay, schauen wir uns mal ihr Lager hier am See an. Eigentlich wunderschön. Essens. Essens kann ich nämlich brauchen. Kann ich mir nämlich eine Bärentasche draus bauen. Baxi, bleib stehen, verdammt. Du musst für einen höheren Zweck her. Dann eben du. Ich dachte gerade, das wäre schon ein Krokodil. Das sah nämlich ziemlich groß aus. Also wenn wir auf ein Krokodil treffen, Leute, das machen wir auch eiskalt weg. Da gibt's gar nichts mehr. Waren wir hier schon mal? Ach, ist das das, wo wir hier... Ah, da sind wir runtergelaufen. Da sind wir auf einen Haufen Gegenwehr gestoßen damals, glaube ich. Das war meine erste Episode mit Facecam, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Was ist das? Alte Pistole. Oh. Kriegen wir hier etwa noch ein richtiges Schießeisen auf unsere alten Tage auf der Insel? Wäre eine nice Sache, muss ich sagen. 3 von 8. Da gibt es noch einige Teile. Also ich glaube, der Weg bis zum eigenen Schießeisen ist lang und
Pflastert von schwarzen Beinen und anderen Dingen. Ja, also hier gibt es, glaube ich, rein gar nichts mehr. Können wir uns diese Sachen hier wenigstens ausborgen? Wunderschön. Oh. Was war das? Oh, noch eins. Geht's eben hier auf Kleinwildjagd. Wenn sich der Feind schon nicht zeigen möchte, dann machen wir eben wenigstens seinen Tierpark kaputt. Verdammt, ich bin wieder mal zu langsam gewesen. Die Hasen werden ja auch immer flinker. Schnell mit Bären stärken. Ja, lasst uns dann mal wieder zähneknirschend zurückmarschieren. Vielleicht treffen wir ja auf dem Rückweg noch auf den ein oder anderen Freund oder Nicht-Freund. Wir sammeln weiter heute. Den werden wir jetzt nicht mehr mitnehmen können, richtig? Nein. Hätte was? Dann legen wir hier mal einen kleinen Sprint hin, dass sich das nicht ewig zieht. Also war es ein bisschen unspektakulär, weil dieses Camp kenne ich ja schon. Nächstes Mal müssen wir dann noch ein bisschen weiterlaufen, aber ich habe jetzt wie gesagt die Karte nicht auf und habe die Orientierung mal wieder gnadenlos verloren. Ich würde gerne auch noch ein paar Federn einsammeln. Ja, flix noch eins. Ich krieg die Dinger irgendwann noch. Im hohen Gras sind die einfach zu flink für mich. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verhöhnt von ihnen. Gerade eigentlich nicht so nett, was ihr da macht. Du nutzt das Territorium gnadenlos gegen mich. Kleiner, mieser, schneller Bugs Bunny, du. Krieg dich schon noch. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Na ja, toll, zwischen den Tannenbäumen, da finde ich ihn nicht. Es ist ein herrlicher Tag. Und es ist wirklich nichts los. Das ist echt krass. Oh, dem Frieden hier nicht. Aloe, nicht schlecht. Nochmal Aloe. Loa. Leute, kommt, jetzt gehen wir hier auf Provokation. Das geht so nicht. Also so friedlich kann das hier nicht enden. Das ist wirklich, also, nee. Einfach nein. Das wird hier auch nicht so friedlich enden. Das geht nicht. Ich möchte meine Falle in Aktion sehen. Punkt aus. Ich möchte jetzt Blut fließen sehen. Wo ist ihr Camp? Da ist ihr Camp. So. Gehen wir nochmal vorbei hier, zücken das Samurai-Schwert und jetzt geht's ab. Ich hab euch Kämpfe versprochen. Also bekommt ihr sie. Entfernt irgendwas gehört. Oha. Was hast du vor, du Miststück? Wo willst du mich hinlocken? Billigtaktik. Muss. Hier schreit's aus der Richtung, oder? Kleiner fucking Egon, jetzt mach ich dich so Game Over. Dämlicher Egon. Hahaha, Idioten Egon. Komm her, Schatz. Ist ja mega langsam, Digga. Egon, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Okay, also bösen Treffer verpasst. Der Egon, wir verlagern den Kampf hier einfach mal. Oh nein, das ist der falsche Punkt. Wir müssen ein bisschen Distanz zu Egon schaffen. Zack, zack, zack. Ja, schlag zu. Zähne sammeln. Was machst du da? Ja, bist du des Wahnsinns? Mit Egon sind wir noch nicht fertig. Mit Egon sind wir noch lange nicht fertig. Egon.
Mega uncool, dass Egon einfach Bäume ausreißen kann, Leute. Alter, wir haben so ein Problem. Wir hätten uns nicht mit Egon anlegen sollen. Alter! Zünd es doch an! Bin abgehängt. Wenn der nur Solar kommt, der fällt einfach unsere Baumhäuser, fürchte ich. Ach du Scheiße. Die Egons Garde haben wir platt gemacht, aber... Holy crap. Mit den Molotow-Cocktails und dem Dynamit ist inakzeptabel. Weiß nicht, der macht unsere Fallen einfach kaputt, fürchte ich. Okay. Puh. Erstmal Wunden lecken und zurückziehen. Ihr seht, der hat unsere komplette Knochenrüstung einfach mit einem Schlag eliminiert. Boah. Das war hart. Das war wirklich hart. Da haben wir uns ganz schön eingeschenkt, aber wir haben ihn eigentlich auch gut ausgeteilt. Und seine zwei Konsorten waren mit 2-3 Hieben schon im Eimer. Puh. Also. Ihr wollt Kämpfe, ihr bekommt sie bei mir, ja? Steht zu meinem Wort. Gut. Aber ich ziehe mich erstmal zurück und habe echt ein bisschen Angst. Es war hart. Wir müssen hier auch noch etwas Fleisch aufhängen. Zum Abnehmen der Beine kam ich jetzt leider nicht mehr. Haben wir noch was Überzähliges? Echsenhaut. Ja, komm, lass uns die einfach für Rüstung verwenden. Ne, Münzen haben wir wirklich keine. Ich muss mich jetzt mal einlesen, wie wir den Molotow-Cocktail werfen, weil das war gerade wirklich desaströs. Stellt euch vor, Egon wäre uns hierher gefolgt, der wird uns einfach die Bäume umreißen. Ich glaube nicht, dass der auch durch Mauern aufzuhalten ist. Ich habe mich ja gewundert, warum da gefällte Bäume liegen, warum da beziehungsweise Baumstämme liegen. Und das war die logische Erklärung. Ich hoffe, Egon findet den Weg nicht hierher, sonst ja, wird's ekelhaft. Jo, also zum Ende wirklich der erste Konflikt mit Egon. Ich würde sagen, unentschieden. Wir haben seine Garde niedergemäht. Dann zwei Helfer und ihm auch Schaden gemacht. Nur die Molotow-Cocktails haben uns ein bisschen verarscht und im Stich gelassen. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Seid gespannt, was uns erwartet. Bis dahin. Schaut meine anderen Videos an. Lasst ein Like und ein Abo da. Macht's gut. Ciao.